Wir sind hier in der Bergstation Tirol, eine wunderbare Location, um Fußball zu schauen, auch wenn man Tirol ja eher mit Skifahren verbindet. Aber die Weltmeisterschaft wird hier zum ganz großen Ereignis. Wir werden über die Spiele berichten, wir werden die Spiele analysieren, wir werden darüber auch noch sprechen mit vielen prominenten Internationalen und werden Zusatzinformationen liefern, die Sie vielleicht im Fernsehen nicht bekommen. Also wenn Sie wirklich gut über die Weltmeisterschaft informiert sein wollen, dann kommen Sie doch hierher und schauen Sie sich die Weltmeisterschaft mit uns an. Ja, ich war lange Zeit in Holland, habe dort lange Zeit gespielt bei Feyenoord Rotterdam. Natürlich bin ich im Grunde im Herzen für die Holländer, aber natürlich der Mexikaner ist ein sehr, sehr unangenehmer Gegner für die Holländer. Sie spielen sehr kompakten Fußball und es natürlich wird es für die Holländer sehr, sehr schwierig, dass sie hier weiterkommen. Glauben Sie, ich bin beim ÖFB angestellt und bin dort Trainer der Nationalmannschaft, Damentrainer. Und einer der wichtigen Sachen ist auch die Trainerausbildung. Das heißt, ich bin Leiter der Tormann-Trainerausbildung, referiere auch in den A-Lizenzen, B-Lizenzen. Das ist eigentlich zeitlich wesentlich mehr zu tun. Würde es dich auch reizen, einmal eine Mannschaft wirklich zu trainieren, nicht nur als Tormann-Trainer zu arbeiten? Schwierige Geschichte. Ich habe natürlich die Ausbildung, also ich habe die UEFA Pro-Lizenz, auch als Mannschaftstrainer. Das heißt, ich könnte weltweit überall jede Mannschaft trainieren, in jeder Liga. Auf der anderen Seite steht halt auf meinem Kopf ziemlich deutlich ehemaliger Torhüter oben und wie wir wissen, gibt es im internationalen Bereich, aber auch im nationalen Bereich eigentlich wenig ehemalige Torhüter, die Mannschaften trainieren. Das ist ein Faktum, da kommt man nicht drüber hinweg, aber ich glaube schon, dass ich in der Lage sein könnte, das zu machen, aber auf der anderen Seite sollte man sich vielleicht auch auf das konzentrieren, was man macht und das gut machen, ist auch okay. Wer wird Weltmeister? Enge Geschichte, also so wie wir jetzt das verfolgen können, ist alles möglich. Die sogenannten Außenseiter sind taktisch und körperlich wirklich topfit und werden dem Favoriten es ziemlich schwer machen. Mein Favorit ist trotzdem Deutschland. Danke. Letzten Drittel dieser Weltmeisterschaft, was glauben Sie, wer wird sich letztlich für das Finale qualifizieren? Ja, man hat schon gesehen jetzt, im Achtelfinale, dass es sehr enge Spiele gegeben hat, dass es dreimal jetzt schon Verlängerungen gegeben hat, dass es Elfmeterschießen gegeben hat und dass sich jetzt trotzdem die größeren Nationen aus Europa durchgesetzt haben. Ja, für den Torhüter Nigerias war das fast eine Tragödie. So gut gehalten und dann das entscheidende Tor bekommen. Wie kann sowas passieren? Ja, leider passiert das. Das kann einmal passieren. Also er hat wirklich gut gespielt. Er hat so die Bälle, die direkt aufs Tor kommen, sein gut gehalten, in Situationen gut reagiert. Jetzt zum österreichischen Fußball. Wie schaut es denn mit dem österreichischen Nachwuchs aus? Wir wissen beim ÖFB, dass wir ganz hervorragende Nationalmannschaften haben. Wir sind ja von den Selektionen her gut aufgestellt, von Leistungszentren dann zur Akademie und von den Akademien werden eigentlich die Nationalmannschaften bestückt und sind sehr erfolgreich. Die U19 hat sich jetzt qualifiziert mit Andi Herauf als Cheftrainer für die Europameisterschaft. Also es schaut ganz toll aus und da braucht es dann halt nur dann den Sprung von diesen Nachwuchs-Nationalmannschaften in den Profibereich und der ist natürlich zugegeben schwierig. Ja. Aber ich glaube, dass wir für die Zukunft her schaut das gut aus. Auch für mich persönlich jetzt, was die Tormann-Situation betrifft, haben wir einige große Talente, ja, die natürlich noch ein bisschen brauchen, weil sie ja dann in den Vereinen vielleicht spielen werden, schon mit der Zeit. Also es sind ein paar im Ausland. Also gute Leute, die sehr fleißig sein und willig. Und ich glaube, das ist positiv.